Herzlich willkommen zu meiner Couch-Yoga-Session. Wie ihr seht, gibt es heute keine Matte, sondern nur die Couch. Eventuell brauchst du noch ein paar Kissen, falls deine Couch keinen Rand oben hat. Okay? Und dann würde ich sagen, legen wir schon los. Dreh dich um und bring deine Beine nach oben. Wir gehen in eine Vorbeuge. Und aus der Vorbeuge legen wir uns zurück und gehen dann in die Bootshaltung. Kopf bleibt oben, Schultern bleiben oben. Und dein Unterrücken sinkt in deine Couch. Schieb deine Fersen weg von dir, zieh die Fingerspitzen in Richtung Füße nach vorne und halte diese Position. Und genieße dieses Gefühl, dieses sinkende Gefühl im Rücken. Lass das ganze Gewicht vom unteren Rücken nach unten fließen. Und halte hier, atme ruhig und gleichmäßig durch deine Nase ein und aus. Und dann komm langsam nach oben, zieh den Bauch nach innen, roll dich nach oben auf. Wenn du das Gefühl hast, es geht nicht, dann halte dich einfach hier fest und komm nach oben. Dann greif deine Unterschenkel, deine Fußgelenke, deine Zehen oder deine Fußaußenkanten. Heb deinen Brustkorb nach oben an und bleibe hier. Wenn du das Gefühl hast, dass du hier schon die Dehnung spürst, dann bleibe ruhig auch hier in der Position. Und dann wachse mit deinem Scheitelpunkt nach oben zur Decke. Ansonsten geh ein bisschen weiter in die Vorbeuge. Achte aber darauf, dass du jetzt noch nicht zu rund wirst im Rücken, sondern lass den Rücken wirklich lang. Zehen greifen, Fußaußenkanten greifen. Eine andere Möglichkeit wäre zum Beispiel, die Beine anzuwinkeln. Okay? Und dann bleibe hier. Zieh die Schultern von den Ohren weg und auch im Wechsel vielleicht die Beine mal beugen und strecken. Wieder schieben und heb deinen Brustkorb nach oben an. Bleibe hier noch zwei Atemzüge. Gerne kannst du auch die Beine zum Beispiel weiter öffnen. Vielleicht ist das angenehmer für dich. Und dann, Achtung, jetzt entspannen wir den Rücken etwas, rutschen ein bisschen weiter nach vorne und locker lassen. Der Rücken wird rund, häng dich hier an der Kante aus, halte dich hier fest und zieh die Kante so ein bisschen in deine Richtung. Ansonsten, wenn du nur mit den Kissen arbeitest, dann kannst du die Arme einfach hier locker lassen oder die Beine greifen. Kopf locker lassen. Und atme hier ruhig und gleichmäßig durch deine Nase ein und aus. Und dann noch langsam Wirbel für Wirbel nach oben auf. Und dann nach hinten zurück. Und jetzt darf es ruhig bequemer werden. Wir gehen jetzt in die Bauchlage. Dein rechtes Knie hängt hier vorne über. Stütz dich ganz locker hier ab. Und greif nun den linken Fuß. Und dann bleib hier. Zieh die Ferse in Richtung Po. Und wenn du möchtest, kannst du versuchen, das Becken noch ein bisschen mehr einzudrehen und den rechten Beckenknochen in die Sitzfläche drücken. Und weiterhin hier die linke Ferse in Richtung Po. Und hier darfst du ruhig hängen. Ja, ganz bequem hängen. Finde hier eine gemütliche Pose und so hast du schon deine nächste Pose für den nächsten Film, für den nächsten spannenden Film. Und so macht das Couchsitzen und das Couchliegen zumindest einen Sinn und du wirst aktiv oder du bist aktiv. Und halte hier noch zwei Atemzüge. Wir dehnen gerade hier die Oberschenkelmuskulatur. Und ein wenig den Hüftbeuger. Okay, dann löse langsam auf. Jetzt klettern wir von der Couch ein wenig runter und bringen die Beine nach oben. Jetzt hast du die Möglichkeit, die Beine hier angewinkelt zu lassen. Spür in deinen Rücken rein, wie sich das anfühlt. Ansonsten kannst du mehr in die Streckung gehen. Die Hände kannst du ganz parallel ausrichten.
Spür einfach auch in deine Schultergelenke hinein, wie sich das für dich anfühlt. Eventuell musst du die Arme weiter öffnen und vielleicht sogar die Hände mehr ausdehnen. Und wenn du dann deine Position gefunden hast, die Beine entweder geschlossen oder leicht geöffnet, dann heb deinen Brustkorb nach oben an und zieh die Schulterblätter weg von den Ohren. Entweder die Beine anspannen oder die Beine entspannen. Und dann bleibe in dieser Position, arbeite hier in der Rückbeuge, heb den Brustkorb nach oben an, zieh die Schulterblätter von den Ohren weg, halte die Position. Und genieße das. Und wenn du jetzt einen kleinen Druck im unteren Rücken spürst, also im Lendenwirbelbereich, ist es ganz normal. Wenn der Druck zu viel ist, wie gesagt, dann einfach die Beine locker lassen und anwinkeln. Dann gehen wir einmal kurz nach unten auf die Unterarme und hängen den Kopf locker nach unten aus. Dann beug deine Beine. Stütz dich nach oben auf, zieh die Knie zu dir, runde deinen Rücken und dann dreh dich auf die rechte Seite und komm wieder in die Bauchlage. Das linke Knie zeigt jetzt nach außen, winkel das rechte Bein an, greif den rechten Fuß und dann ganz gemütlich hier hängen. Und dann zieh die Ferse zum Po und wenn du möchtest, die linke Beckenhälfte in Richtung Sitzfläche schieben. Und dann halte die Position hier und konzentriere dich auf deine Atmung. Entspann deine Schultern ganz locker lassen. Hier darfst du richtig hängen, ja? Ganz bequem hängen. Mach diese Pose zu einer richtig gemütlichen Pose. Und dann löse langsam auf. Streck die Beine jetzt aus. Und streck die Arme jetzt nach oben aus. Die Beine können entweder hier nach oben gehen. Oder du kannst auch das hintere Kissen zum Beispiel wegpacken und die Füße flach ablegen. Und dann arbeite hier wieder nach oben. Heb deinen Brustkorb nach oben an. Zieh die Schultern von den Ohren weg. Die Beine sind jetzt ganz gestreckt. Alternativ könntest du zum Beispiel auch hier die Kante wegdrücken, ja, wenn du mehr in die Rückbeuge gehen möchtest. Und dann halte die Position und atme hier ganz ruhig und gleichmäßig durch deine Nase ein und aus. Und dann löse langsam auf. Zum Ausgleich für den unteren Rücken sinkst du jetzt hier nach hinten, machst dich ganz rund, ganz bequem und dann entweder die Fußsohlen hier von außen greifen, also die Fußaußenkanten greifen, alternativ könntest du zum Beispiel auch hier greifen. Okay, und dann sinkst du hier richtig nach hinten, machst den Rücken rund, entspannst den unteren Rücken. Bleibst hier, schiebst die Knie nach außen in Richtung Sitzfläche. So bekommst du noch eine Dehnung für die Oberschenkelinnenseiten. Und dann halte die Position hier. Und hier darf es auch wirklich bequem sein. Ganz ruhig. Du kannst auch zum Beispiel den Kopf nach hinten ablegen, wenn es für dich angenehmer ist. Also mach es dir wirklich bequem. Richtig bequem. Auch eine bequeme Position kann einen Trainingseffekt haben. Hier dehnen wir die Oberschenkelinnenseiten und auch der Unterrücken wird gerade gedehnt. Und dann halte hier noch zwei Atemzüge. Und dann löse langsam auf und dann kommen wir zu einer Umkehrhaltung, zu der letzten Pose. Jetzt schwing deine Beine nach oben,
Und zwar rutsch ganz nach hinten an deine Kissen ran. Und du kannst auch gerne die Kissen wegpacken. Also sei da ganz flexibel. Und dann geht's nach unten. Die Fersen anlegen. Wenn du jetzt keine Wand hinten hast, dann können die Beine auch wirklich hier bleiben. Ja? Das ist überhaupt kein Problem. Und dann lässt dich jetzt ganz locker nach hinten fallen. Entspann den Kopf. Entspann deine Arme, deine Schultern. Breite deine Arme zur Seite aus. Die Finger können ganz locker sein. Und bleib hier und lass dich wirklich in die Sitzfläche sinken. Halte die Position hier. Und wenn es für dich vom Kopf her unangenehm ist, hier zu hängen, dann kannst du kurz zwischendurch den Kopf nach oben nehmen. Ja? So hast du dann gleich eine Bauchmuskelübung. Oder du kannst zum Beispiel den Kopf auch stützen. Dann beug deine Beine, stütz dich nach oben auf, zieh die Knie zu dir, runde deinen Rücken und dann dreh dich auf die rechte Seite und komm wieder in die Bauchlage. Und ich verabschiede mich jetzt aus dieser Umkehrhaltung. Du kannst hier ruhig noch eine Weile hängen bleiben, 5 Minuten auf jeden Fall, solange es dir gut tut. Und ich hoffe, du hattest Spaß mit meinem Programm. Wie du siehst, kann man so einiges mit der Couch anstellen. Bis zum nächsten Mal.